Dieser schreckliche Verkehrsunfall hat sich gegen 22.15 Uhr ereignet. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen waren zwei Pkw-Fahrer in Richtung Kirchlautern unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsende von Breitbrunn hat dann ein Autofahrer den anderen überholt. Und bei diesem Überholvorgang wurde ein junger Mann von dem Fahrzeug erfasst, der da im Dunkeln außerorts zu Fuß unterwegs war. Der 23-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die beiden Autofahrer mussten mit einem Schock durch den Rettungsdienst und auch durch einen Notfallseelsorger vor Ort betreut werden. Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an die Unfallstelle.